Leute, ich habe vor ein paar Wochen dieses coole Kratzbrett für meine Katzen gebaut. Und das Coole dabei ist, es ist nachhaltig, weil man es immer wieder neu befüllen kann mit einzelnen schönen Pappstücken. Und ich habe noch nicht mal Material im Wert von 5 Euro verbraucht. Deswegen dachte ich, heute bauen wir das einmal hier zusammen. Als Material brauchen wir echt nicht viel. Ich habe hier so ein Stück Pappelsperrholz, 3 mm dick. Das nehme ich als Boden. Dann einfache Holzleisten, Leisten aus Fichte, Tanne. Die sind jetzt 4,5 cm hoch und 2,5 cm breit. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Pappe. Da kann man natürlich einfach die Reste nehmen, die man ja sowieso in den Müll schmeißen würde und die wiederverwenden, sodass die Katzen was davon haben. Zum Zusammenschrauben oder sagen wir mal zum Verbinden habe ich hier jetzt Holzleim genommen und einen Akku-Tacker. Den setzen wir gleich auch ein. Das ging ganz schnell. Man kann natürlich auch schrauben, nageln. Also da gibt es ja unterschiedliche Varianten, nur leimen. Genau, ich würde sagen, wir zeichnen einfach mal an. Ich wollte die Maße ein bisschen verändern. Ich mache das Ganze jetzt mal 30 cm breit und 50 cm hoch. Zeichne hier und hier an und dann schneiden wir zu. Das reicht nicht ganz. Dann nehmen wir noch ein Stück hiervon. So, ich schneide das Ganze gleich mit der Kappsäge zu. Ihr könnt natürlich auch eine Handsäge benutzen, wenn ihr keine Kappsäge zu Hause habt. So, dann richten wir das mal auf unseren Boden aus. Wie das Ganze nachher wird, können dann den Boden anzeichnen und den auch zuschneiden. Das mache ich mit der Kreissäge. Da könnt ihr auch eine Stichsäge oder ja, andere Sägen nutzen, eine Handkreissäge, wie auch immer. Ich finde die Maße ganz gut. Ich habe das erstmal ein bisschen breiter gemacht als da, aber ein bisschen kürzer dafür. Ja, ich würde sagen 30 x 50 anzeichnen. Und dann zuschneiden. Ich schleife jetzt die Enden, die Seiten einmal kurz noch ab, damit das Ganze ordentlich ist. Und dann können wir es auf unserem Boden befestigen. Ja, wenn es fest ist, dann schleifen wir auch noch mal einmal drumherum. So, die Stücke sind jetzt grob abgeschliffen. Wir verbinden das Ganze jetzt. Eine Sache noch, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ihr dürft natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Tut euch nicht weh und ihr verpasst nichts mehr. So, zum Verbinden benutze ich einfach ein bisschen Leim. Also wirklich nur so ganz klein bisschen da drauf. Aneinander drücken und ja, ihr könntet jetzt schrauben, könnt mit einem Hammer und einem Nagel das Ganze fixieren. Ich habe jetzt hier so einen Akkunagler, der schießt dann einfach einen kleinen Nagel da durch. Zack, zweimal machen wir das und dann haben wir das Ganze miteinander verbunden. So, da haben wir es miteinander verbunden. Einmal umdrehen. Jetzt packen wir hier noch ein bisschen Leim drauf. So, und dann nehmen wir den Boden. Ah, ist ein bisschen zu groß geworden. Aber das ist nicht schlimm, das schleifen wir nachher ab, was übersteht. Und jetzt fixieren wir den. Das ist ein bisschen viel zu groß geworden. Was haben wir denn da gemessen? Junge, Junge, Junge. Egal. Machen wir trotzdem fest. Erste Ecke. So, das Ganze ist jetzt
fest, Boden ist dran. Ich schneide jetzt die Kanten hier nochmal mit der Stichsäge grob ab, weil es doch sehr viel ist. Und dann schleifen wir das Ganze nochmal. So, Kanten sehen noch ganz gut aus. Man könnte es jetzt natürlich noch ölen, anmalen, wie auch immer. Wir gehen aber jetzt direkt zu dem Teil rüber, wo wir das Ganze bestücken. Ich habe es eben ja schon mal gezeigt, und zwar kommen hier so kleine Pappstreifen rein. Hier habe ich die einfach ein kleines Stück größer gemacht als den Rahmen. Der ist jetzt 4,5 cm hoch. Die würde ich dann einfach 4,7 machen. Und dann stehen die so ein klein bisschen raus. Dann können die Katzen auch hier an der Seite noch gut kratzen. Das kann man mit der Handschere zuschneiden. Ich nutze jetzt für den Schnitt der Breite die Säge. Schiebe die einmal drüber und dann werden die ganzen Stücke einfach nur noch eingesetzt. Nachdem die Stücke dann auf Breite zugeschnitten sind, müssen die nur auf Länge zugeschnitten werden, sodass sie auch optimal reinpassen. Dafür könnt ihr entweder, das passt sogar das Stück, dann könnt ihr entweder eine Schere nehmen, auf Länge abschneiden und einsetzen, oder ihr schnappt euch so ein paar Stück als Bündel, setzt das an und dann mit einem Klettermesser. Genau, so entlang. Dann geht das ein bisschen schneller. So, das machen wir jetzt, bis das Teil voll ist. Ihr seht, das gute Stück ist schön befüllt, ist auch fest. Die Sachen, die hier abstehen, kann man entweder mit einem Schleifer nochmal drüber gehen. Das kann man jetzt mal eben machen, eben mit einem Exzenterschleifer einmal drüber. Oder die Katzen machen es von selber. Man sieht es ja hier, nach ein paar Wochen sieht das Kratzbrett sowieso dann so aus. Und irgendwann tauscht man die Stücke ja auch wieder aus. Aber wir gehen jetzt noch einmal kurz mit einem Exzenterschleifer drüber, damit wir es dann nochmal in schön haben. So, ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Ich finde halt, in kurzer Zeit kann man mit wenig Geld, ne, wie gesagt, das Ganze hat keine 5 Euro gekostet, ein nachhaltiges Projekt umsetzen. Pappe hat man sowieso viel zu viel zu Hause durch die ganzen Bestellungen, und anstatt diese wegzuschmeißen und die blaue Tonne immer voll zu machen, hat man dann eine Möglichkeit, das aufzubewahren, klein zu schneiden und für die Katzen was Gutes zu tun. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Ich habe ja schon gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und schreibt gerne nochmal in die Kommentare, was ihr zu dem Projekt sagt oder was für Ideen ihr an Katzenprojekten habt. Vielleicht können wir ja da nochmal irgendwas Cooles umsetzen. Und dann wünsche ich euch eine kreative Woche und freue mich schon aufs nächste Mal.